Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir auf dem Gartentisch? Wir bleiben dabei bei der Landskron-Brauerei aus Görlitz. Und jetzt haben wir einen Goldbock. Goldbock. Ein schönes Böckchen haben wir hier. Ja, was haben wir drin? Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Kein Hopfenextrakt. Ne? 6,3% Umdrehungen. Und beste Zutaten, eine offene Gärung, die mindestens 4-wöchige Kellerreifung und natürlich unsere Braumeister stehen für die Qualität und den einzigartigen Genuss. Na, da kriegt man doch richtig Appetit, oder? So, Landskron seit 1869 aus Görlitz, Starkbierspezialität, Goldbock und angegeben wird vollmundig und kräftig mit 6,3% Umdrehungen. So sieht das Ganze aus. Kapsel ist bedruckt, aber ist jetzt, wie gesagt, hat keinen eigenen Druck bekommen, muss es auch nicht, ist soweit in Ordnung. Machen wir mal auf, würde ich sagen. So, jetzt ein Böckchen. Na nu, was kommt denn da nach oben? Hallo? So, kleines Blubberbläschen. Entspannungsverdampfung, ja, kommt ein bisschen raus. Lassen wir mal laufen. Mach da mal so einen mittleren Einschank auch. Mhm, so. Dann wollen wir mal gucken, irgendwie ist das ja alles ein bisschen enger. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön. So, 2 Fingerbreite Blume haben wir. Creme weiß das Ganze. Paar Luftbläschen sind drauf. Schwenkt das mal hier so ein bisschen. Hängt ja auch ein bisschen an der Glaswand. Finde ich also auch ganz hübsch. Ich würde sagen, mit geschultem Auge, Freunde, 90 Sekunden kriegen wir locker hin. Schaut mal selbst. Ne, sieht doch schon mal so richtig gut aus vom Blümchen. So, wo bewegen wir uns? Auf der EBC-Skala geht es schon so ein bisschen mehr ins Dunklere tatsächlich rein. Ich würde hier von so einem dunklen Orange sprechen wollen oder von so einem Langnese-Honigfarben, so in diese Richtung, Honigfarben. Ne? So in diese Richtung geht das rein. Das Ganze ist filtriert von der Karbonisierung her, Perlange, ja, so ein bisschen perlt es, aber das recht wenig Bewegung erwarte ich übrigens bei einem Böckchen auch nicht. Schwebeteilchen entdecke ich da auch nicht drin und von der Tiefe, ja, das ist schon so deep, das geht schon ordentlich rein. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Glanz haben wir weniger drin, eher das Ganze ein bisschen matter gehalten. Freunde, so wie es da steht, sieht es nicht verloren aus, im Gegenteil, ich finde, das sieht ganz appetitlich aus, so möchte ich es auch bewerten, finde ich gut. 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, jetzt anschnuppern. Hui, oi, 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 oi. Heilige Hopfendolde, Freunde, das ist aber wieder, mein Gott, nee, das ist aber wieder hier heute. Ja, da ist wieder das drin, wo ich sage, das erinnert mich immer an Bockbier. Jetzt frag mich nicht, was das ist, wenn ich jetzt wieder sage, Traube, Nuss, ne? Quadratisch praktisch gut. Dann wisst ihr, was ich meine. Das geht wieder in diese, oder ist aber garantiert Aroma-Hopfen drin. Eieieiei, das ist aber lecker. Das ist so ein Leckerli, ne? Da ist so ein bisschen Hopfen da, was du auch wahrnimmst. Aber da ist auch ordentlich Süße und das ist richtig kräftig, Leute. Das riecht richtig kräftig. Ein sehr, sehr ausgeprägtes und leckeres Bouquet, wie ich finde. Deswegen müssen wir was machen. Mhm, genau. Das müssen wir jetzt mal probieren. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, das ist voll. Das ist voll. Eieiei. Das ist voll. Was stand da drauf? Ja, ist sogar vollmundig und kräftig. Ja, würde ich absolut unterstreichen. Ja, hundertprozentig. Oh, da muss ich mal gerne noch einen zweiten nehmen. Hey, das habt ihr aber gut drauf, da schmeckt. Ja, Freunde, da können wir es ganz einfach machen. Fangen wir mit der Attribute an. Gemütlich oder dynamisch? Ganz klar gemütlich. Ne? Das ist so ein Kandidat. Der ist gehaltvoll, der ist vollmundig, der ist kräftig, der ist sehr aromatisch, der ist ein bisschen schwerer. Aus dem Grund ganz klar gemütliches Bier. Kleinere Schlucke nehmen, ein bisschen Temperatur anziehen lassen auf der Zunge und sich erfreuen an den eher feineren Nuancen, Aromaspitzen, die sich dann breit machen und ausbreiten auf der Zunge. Das macht dann Spaß natürlich, dadurch wird das Ganze zu einem Erlebnis tatsächlich auch, ein Aromaspitzen-Erlebnis. Die sind hier nämlich wirklich sehr, sehr fein abgestimmt, gut ausbalanciert, nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu fruchtig, auch nicht zu hopfig, also im Prinzip
eigentlich recht linear, aber mit gut schmeckenden Aromaspitzen. Also finde ich, ist ein Bier, was Spaß macht. Das merkst du auch schon beim allerersten, beim Eintrunken, beim allerersten Schluck, dass dieses Bier ein ehrliches Bier ist, Starkbier ist und Spaß macht. Also das ist sowas richtig, sowas zum Genießen. Ne? Das ist jetzt nicht so diese Marke, ja, der knisternde Kamin und die Hütte da im Fichtenwald mitten im Winter und dann trinkst du da so ein Böckchen, ne, und dann die Augenlider werden immer schwerer. So einer ist es nicht. Das ist eher so ein Erfrischender. Ne? Der Goldbock hier, der ist eher so ein bisschen erfrischend, finde ich. Das kannst du auch gerne mal im Biergarten abends trinken. So ein schöner Sundowner, ne? Da macht das, glaube ich, Spaß. Und dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten, dritten. Was ich positiv bewerte, das ist jetzt nicht so ein Bock, der so spirituos schmeckt, ne, der so eine Alkoholkante hat. Im Gegenteil, der ist richtig schön glatt, schön rausgearbeitet, sehr, sehr schön. Der Malzkörper verabschiedet sich schön, dann kommt diese Fruchtigkeit und dann nach hinten raus noch so eine ganz, ganz leichte Hopfenfloralität. Lecker. Und auch der Nachhall, ne, der Nachgeschmack, den finde ich auch sehr schön, weil mit der Speichelneuproduktion, du merkst es richtig, jetzt wo ich hier so quatsche, das ist lecker. Ne? Da hast du noch so ein schön dieses liebliche Aroma, dieses fast schon samtige auf der Zunge. Und das mag ich, das schmeckt sehr angenehm zu trinken. Und das, was man da rausriecht, finde ich so toll. Das, was man da rausriecht, hätte man ruhig noch ein bisschen mehr einarbeiten können. Ich glaube, das ist der Hopfen. Freunde, das machen wir mal ganz kurz und schmerzlos. Ne? Machen wir das. 4/5/6 möglichen Punkten. Und das war es dann auch schon gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.